Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Super Mario World. Im letzten Part haben wir den roten Switch geholt oder den pinken, wie auch immer, ist mir auch vollkommen egal. Und jetzt ist die Frage, machen wir oben weiter oder gehen wir erstmal nach links? Ist eigentlich vollkommen egal. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal das Secret Exit. Das Secret. Stark. Stark, stark, stark. Man sieht, ich bin heute wieder ein Mario-Gott. Ich habe heute wieder Mario selbst gefrühstückt. Mir ist der Schnauzer gewachsen. Ich habe rote Klamotten an. Das läuft schon. Weg. Oh nein. Nein, ich wollte doch. Nein, ich will doch die Box. Nein, jetzt ist die Box weg. Ah, da kommt sie wieder. Oh Gott sei Dank. Oh Mann, ey, ihr könnt mich doch nicht so erschrecken hier. So. Komm, ich brauch den Panzer. Gib mir den Panzer. Gib mir den Panzer. Dankeschön. Und zack. Boop. So, und da wären wir auch schon. Da müsste jetzt eigentlich eine Pflanze oder sowas drin sein, oder? Ja. Das war klar. Und damit hätten wir hier auch schon das Secret Exit. Das war ja schnell. Da kann ich mich mal wieder richtig hinsetzen. So, da gibt es auch wieder ein Secret Exit. Und da bin ich mir gerade sogar unsicher, wo das war. Ich weiß nur, dass man durch das Secret Exit, glaube ich, zu einer weiteren Sternenroute kam. Also hier bin ich mir wirklich unsicher. Ich glaube, ich weiß, wo es war, aber ich meine, ich hätte das mal ausprobiert und da wäre irgendwie nichts gewesen. Deshalb habe ich gerade ein bisschen Schiss. Okay. Münzen. Hier komme ich jetzt nicht so einfach hin. Ja. Hier war, glaube ich, eine Pflanze drin. Ja. Das weiß ich auch noch. Dann einmal an dem hier vorbei. Die Pflanze hier aktivieren. So, ich meine, das Secret Exit ist da oben. Ich bin mir natürlich super unsicher. Wer weiß auch, ob das stimmt. Vor allem, wer weiß, ob ich da überhaupt hinkomme. Nein! Trampampolin! Ich hab's verloren. Hoch, Mario. Ich hasse diese Sprungdinger, ne? Die reagieren eigentlich nie so, wie man will. Okay. Es gibt ja immerhin noch eine andere Möglichkeit, ja? Ich könnte auch hinfliegen. Ich glaube, das würde sogar... Ja gut, jetzt funktioniert das natürlich nicht mehr. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, man braucht dafür den blauen P-Switch. Kann das sein? Und wo der ist, das ist eine gute Frage. Oh, da ist wieder eine Feder. Okay, dann probiere ich es mal mit Fliegen. Beschissenes Trampolin. Ich hasse es. Ich hasse es. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, das heißt, da komme ich definitiv so nicht hin. Gut. Holy shit, war das knapp. So, sollte ich nochmal eine Feder bekommen, hier irgendwo, ja, dann probieren wir das da unten nochmal. Aber auch nur, wenn ich hier irgendwo nochmal eine Feder bekomme. Vielleicht gehen wir auch hier einfach nochmal rein, weil das ist ja jetzt nicht weit. Und probieren das einfach nochmal, weil ich bekomme ja eh eine Feder am Anfang. Ja gut, jetzt nicht mehr. Oh Mann, dieser Behinderte. Ah, oh, Chuck. Was ist gerade meine Zeit? Ups. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist ja egal. So, durch die Röhre kommen wir hier oben lang, genau. Und das ist halt das Komische. Man kann halt beide Richtungen gehen. Man kann halt hier rechts rumgehen und man kann da links rumgehen. So.
Wir gehen jetzt aber erstmal oben in unser Secret Room. Holen uns einen Pilz. Und holen uns zwei Federn. Weil ich möchte das sehr gerne ausprobieren. Ich meine, ansonsten warten wir einfach, bis wir den blauen P-Switch haben. Gehen nochmal zurück. Aber... nee. Solange es noch eine Möglichkeit gibt, möchte ich diese Möglichkeit auch versuchen. Wow, das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Das ist doch jetzt nicht mein Ernst. Anscheinend schon. Egal, Moment, hier hat man doch irgendwo wieder eine Feder bekommen, oder nicht? Irgendwo hier hat man doch wieder eine Feder bekommen. Oh Gott. Nicht in den Reihen. Ich möchte meine Feder jetzt gerne behalten. Da gibt es doch bestimmt eine Feder. Ja. So, ich hoffe, ich kann hier genug Anlauf nehmen. Ja, kann ich sogar. Das Problem war nur, ich bin da runtergefallen. Okay, wir kriegen das hin. Das schaffen wir. So, der ist schon mal weg. So. Ja, war gut. Oh. Weißt du was, wir schmeißen das Trampolin am besten hier erstmal weg. Ich hab gesagt, wir sollen... oh Gott. Ah! Nein, ich schon wieder runter. Och Mann. Das passt doch perfekt. Jawohl. Haben wir doch noch geschafft. Secret Exit. Und da ist wieder einer. Wow. Geh weg. Geh einfach nur weg. Geh weg und komm nie wieder. Dankeschön, Chuck. So. Und Sternroute, ja, hatte ich recht. Das wusste ich auch noch. Ja. So, dann würde ich aber sagen, wir machen jetzt erstmal die normale Welt fertig, ja? Wir machen jetzt erstmal die normale Welt fertig, bevor wir ins nächste gehen. Das heißt Geisterhaus. So, normalerweise... ah, ne, kann ich mal, wir müssen hier erstmal das normale Exit holen. Normalerweise gibt es ja in jedem Geisterhaus ein Secret Exit. Das ist ja eigentlich in jedem Mario-Teil so. Soweit ich weiß. War ja auch bei New Super Mario Bros. U... so. Allerdings weiß ich gar nicht, wie das bei dem Geisterhaus ist. An das kann ich mich absolut nicht mehr erinnern. Da bin ich selber gleich mal gespannt. So, hier gibt es da bestimmt eine Feder oder sowas. Ja. So. Wir hier alle töten. Nee, die will... verdammt Scheiße. Moin, Chuck. Midway. Oh! Hallo, Chuck. Again. Nein, jetzt habe ich... wow! Jetzt habe ich nicht nur meine Feder verloren. Nein! Guten Tag, der Chuck. Sind mir viel zu viele Chucks in dem Level. Fuck. So. Oh Gott, die ganzen Chucks gehen mir... oh Gott. Oh nein, das ist der, der sich teilt. Oh nein, hör auf dich zu teilen. Hör! Auf dich zu teilen, habe ich gesagt. Oh Gott, der teilt sich in drei Leute, ey. Also steht auf einmal drei Chucks.
Chuck ist übrigens ein geiles Album von Sum 41. Ach Gott. So, wie gesagt, keine Ahnung, ob es hier einen Secret Exit gibt. Eigentlich muss es ja. Oh Gott. Irgendwie traue ich mich hier nicht schnell durch. Irgendwie habe ich jetzt schon die Befürchtung, dass ich für das Secret Exit, falls es ja eins geben wird, einen Fehler brauche. Oh mein Gott. Okay. Ja. Ja. Nein. Ich habe die B-Taste gedrückt. Der ist nicht gesprungen. Gott, ich habe nur noch 3 Leben. Ich muss aufpassen. Ja, ich könnte mir jetzt auch einfach eine Feder holen und hier durchfliegen. Das geht natürlich. Wäre aber zu lame. Ich meine nicht, dass ich jetzt der Ultra-Pro bin, der das jetzt hier im zweiten Durchlauf schaffen wird, aber... So, schon mal nicht auf den Geist gelandet. Ja, geht doch. So, da war ein großer. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass in einem dieser Kästchen irgendwas drin ist. Irgendwie habe ich dieses ungute Gefühl. Wow, ich bin im Arsch. Was? Ha, ha, ha. Mich könnt ihr doch nicht verarschen. Ich meine, mit einer Feder hätte ich das auch gefunden. Okay. Da war aber gar kein Secret. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Ich dachte, da wäre das Secret Exit. Ah, das ist blöd. Nein! Oh, nicht die Bobble. Nicht die Bobble. Oh nö, ich hasse die Bobble. Ah! Oh mein Gott. Oh Gott. Na. Ah, ja, 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 ja. Zu viele Bobble. Vielleicht sollte ich den erstmal verschwinden lassen. Duck dich. Oh, da kommt ein Bobble von hinten. Okay. Komm, gib mir einen Pilz. Ein P-Switch? Nein! Nicht euer Ernst. Boah, seid ihr Assis. Seid ihr Assis? Ich glaub das ja nicht. Boah, sind das Assis? Holy crap. Wenn ich etwas in meinem Leben hasse, dann sind das die Bobbles. Okay, anderer Plan. Wir suchen jetzt das Secret Exit mit einer Feder. Ja? Ich nehme die Feder nicht, weil ich gleich Game Over bin, sondern ich nehme die Feder, weil ich das Secret Exit suchen will. Ja? Und wenn da oben schon nicht das Secret Exit war, dann ist das aber vielleicht woanders. Oben. So, weil ich meine, wir können uns ja unendlich Federn holen. Ist ja alles kein Thema. Kann man eigentlich in dem Level verrecken? In dem Bonus-Level, weil da läuft ja ein Timer ab. Das würde ich echt gerne wissen. So, wir fliegen jetzt mal ein bisschen hier rum, ja? Hm.
Ja, wir warten erstmal die hier ab. Damit wir elendig verrecken. Okay. Hier scheint aber vorerst nichts zu sein. Okay, gucken wir bei den Bobbles. Nee, hier ist auch überhaupt nichts. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Ja, das ist aber das normale Exit, oder nicht? Ja. Jetzt ist die Frage, gibt es überhaupt ein Secret Exit? Das ist jetzt meine Frage. Weil ich bin mir unsicher. Normalerweise gibt es ja in jedem Geisterhaus ein Secret Exit. Das ist das Amen in der Kirche. Ja, das ist das Amen in der Kirche von Mario. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch eins gab in diesem Level. Irgendwie, keine Ahnung, eine Treppe nach links oder eine eine Leiter nach links. Ich würde ganz gerne nochmal da hoch. So. Guck mal, warum sind da zum Beispiel welche? Hä? Kann mir das einer sagen? Das lässt mir keine Ruhe hier. Warum sind da welche? Fuck. Na? Na? Nein, Mario, nein, Mario! Holy crap! Was hast du dir denn dabei gedacht? So, Moment, das war doch irgendwo hier, oder? Ja, hier. Okay. Trau der ganzen Sache einfach nicht. Warum gibt's das hier? Warum ist das da? Hä? Hö, Mario, falsche Richtung, falsche Richtung. Keine Ahnung, ich trau dem Ganzen einfach nicht. Wenigstens kann ich aus dem Level jetzt rausgehen. Das ging ja irgendwie beim letzten Mal nicht. Wir machen einfach mal weiter. Ich werde mich dann selber nochmal informieren, wo das Secret Exit da war, weil ich habe da jetzt gerade alles durchgesucht, auch mit der Feder. Ich habe absolut keine Ahnung, ob es da überhaupt eins gibt. Wie gesagt, normalerweise muss. Aber gut. Das hier scheint auch kein angenehmes... Gut. Da war ich selber ein bisschen dämlich. Ich wollte eigentlich die Pflanze töten. So, komm her, Pilz. Okay, der kommt nicht mehr raus. What the... Oh mein Gott. WTF. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Aber ich habe es irgendwie überlebt. Boah, war das... Knapp!
Solltet ihr doch nicht so sehr unterschätzen. Okay, ja, hier ist ein Block, das weiß ich. Na ja, gut, da kann ja gar kein Block sein. Okay. So, dann einmal hier lang. Den können wir mal kurz weghauen. Hier können wir eigentlich auch easy durch. So, den hier aktivieren. Okay. Das ist ja soweit easy. So. Hier mal durchrennen. Oh Gott. Ein Yoshi! Na gut, ob ich den Yoshi jetzt mitnehmen will, das ist die Frage. So, erstmal den Panzer hier weg, bevor der... Ach, der Panzer kommt immer wieder. Ach so. Verdammt! Okay, Yoshi. Yoshi, es tut mir leid, aber ich habe keinen Bock, mich gerade damit zu beschäftigen, irgendwie zu dir zu kommen. Wie gesagt, tut mir leid, aber... Du weißt ja, wo der Ausgang ist, ne? Hoffe ich mal. So. Zack. Ja, das Level ist jetzt nicht so schwer. Es könnte schwer sein. Aber ist es jetzt nicht. Ich glaube, das sieht schwerer aus, als es ist. Falls es überhaupt schwer aussieht. Ich weiß es nicht. Das war ein bisschen blöd. Das war auch ein bisschen blöd. Jetzt werde ich hier im Endeffekt doch nochmal leichtsinnig. Hab wahrscheinlich schon gedacht, ich habe das sicher in der Tasche. Aber das habe ich ja noch gar nicht. Wie viele gibt es denn noch? Oh, jetzt kann ich hier gar nicht mehr durchrennen. Naja, da ist auf jeden Fall der Pfeil. Das heißt, das Exit müsste jetzt eigentlich kommen. Und da ist es auch. Und 28. Easy. So, machen wir noch ein Level? Oder lassen wir es für heute sein? Ich hab noch Bock auf ein Level. Komm, ein Level machen wir noch. Vanilla Dome 4. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, wenn ich ein Level hasse, dann ist es das hier. Oh Gott. Das Bullet Bill Level. Das fucking Bullet Bill Level. Ihr wollt mich doch verarschen. Wow. Okay, ich habe wieder einen Panzer. Panzer. Fuck! Wie viele Leben habe ich eigentlich noch? Zwei, okay. Ich meine, beim Geisterhaus war ja ein Safe, aber trotzdem. Wäre natürlich jetzt unschön. Wow, der kam aus der... Okay, okay, ich darf jetzt nicht mehr verrecken. Okay, Leute, ich würde einfach mal sagen, wenn ich nur noch ein Leben habe, dann sehen wir das einfach im nächsten Bad, okay? Weil ich muss da jetzt irgendwie abspeichern. Dann sehen wir uns einfach im nächsten Part. Da holen wir das Secret Exit aus dem Geisterhaus nach, falls es eins gibt. Und machen dann das Bullet Bill Level. In der Zeit fülle ich mich mal wieder mit Power-Ups voll und ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.